Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns Dead Silence in seinen Katinka-Zoo. Dieser ist ein Dschungelzoo, in dem sich vereinzelt die Mayas mit alten Ruinen untergemischt haben. Die Highlights sind der Eingangsbereich, welcher einen direkt mit toller Dschungelatmosphäre begrüßt, ein großer Wasserfall im hinteren Teil des Zoos und ein Unterwassertunnel sowie eine Aussichtsplattform, von welcher man aus die Flamingos und Flusspferde beobachten kann. Vielen lieben Dank, Dead Silence, für die tolle Einladung und wir besichtigen jetzt deinen Katinka Zoo. Ist schon ein bisschen her, dass ich Planet Zoo gespielt habe. Also wenn ich irgendwie mal mich verklicke oder mit der Störung nicht ganz zurechtkomme, dann seid mir bitte nicht böse. Weil ist jetzt wirklich eine ganze Weile her, aber ich will jetzt wieder gucken, dass ich regelmäßig eure Zoos abarbeite. Ihr dürft natürlich auch gerne wieder neue Zoos einsenden, wenn ihr noch einen schön gebaut habt oder noch einen schön bauen wollt. Infos dazu sind unten in der Videobeschreibung zu finden. Da erkläre ich dann, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja schon mal sehr schön hier. Oh, ein Flugzeug. Welcome. Tolle Wasserfälle und tolle Deko. Boah, ein riesiges Baumhaus. Ich glaube, das ist hier für Affen. Aber es wäre mega cool, wenn man hier hoch könnte. Und dann von da oben nochmal gucken könnte. Aber leider kann man keine Aufzüge oder sowas bauen. Und Wege kann man auch nicht so steil bauen. Deswegen würde so ein Turm, glaube ich, für Besucher nicht funktionieren. Habe ich so zumindest noch nie gesehen bei Planet Zoo. Aber wirklich schön gestaltet. Schönes Wasser plätschern, Musik. Und natürlich Ganges Gaviale. Hier auch nochmal so ein schönes Schild. Na, die sind, glaube ich, aus dem Workshop. Richtig cool. Wie er sich freut, was hat er vor? Ah, der spielt Ball. Deswegen hat er sich so gefreut. Ja, gut. Wollen wir den nicht weiter stören und gehen jetzt mal hinein in den Katinka Zoo. Schon mal sehr tolle Atmosphäre hier. Das mit diesen einzelnen Steinen finde ich sehr cool auf dem Weg. Dann die fliegenden Blätter. Hier ist auch so ein kleiner kaputter Tempel. Ist aber wahrscheinlich nur Deko. Weil ich kann da auch nicht hochlaufen. Ein Papagei. Katinka Zoo. Wir kommen ja erstmal in ein riesiges Haus mit einem Glasstrohdach. Auch sehr interessant. Aber das scheint so der erste große Platz zu sein. Genau, hier gehen auch viele Wege ab. Du hast zum Glück den Rundgang ausgeschildert. Drinks, Food und Toiletten. Ja, alles, was man braucht. Oh, cool. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, was für ein Käfer das ist. Aber das ist auf jeden Fall cool, dass du hier auf dem Boden nochmal so Verzierung gemacht hast. Habe ich so auch, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, ich bin halt nicht so Fan von diesem Gebäude, deswegen mag ich es lieber, wenn man da Türen vormacht. Aber das ist alles Geschmackssache. Hier ist aber eine riesige Futtermeile, also hier gibt es wirklich alles. Oh, hier ist auch eine Schlange. Das dürfte die gelbe Anaconda sein. Oh, und hier ist ein Tukan. Das ist ja mega cool. Sind aber vermutlich Sachen aus dem Workshop. Gehe ich mal von aus. Ah, sehr schön gestaltet. Finde ich cool. Hier geht es dann vorne raus. Den Rundgang entlang. Wenn man solche Ein- und Ausgänge hat, finde ich es immer ein bisschen schöner, wenn man hier am Rand nicht die Felswand oder diese Steinwand einfach enden lässt, sondern nochmal vielleicht einen Holzbalken oder irgendwas hinmacht. So zum Abschluss von dem Gebäude. Dann sieht das irgendwie immer so, ich weiß nicht, so ein bisschen unfertig aus. Ring-tailed Lemur. Diese Schilder sind echt nice. Ich hoffe, du hast dir den ganzen Zoo durchgezogen. Wo sind sie denn? Ich sehe nur einen kleinen Schweif. Mehr sehe ich nicht.
Aber auch wieder tolle Höhenunterschiede. Schön bepflanzt. Richtig tolle Dschungeloptik. Hippo-Terrasse. Ah, für Zwerghippos wahrscheinlich. Ist das jetzt schon die Aussichtsplattform von der E-Mail? Dann müssten das ja Hippos und Flamingos sein. Ich sehe gar keine Tiere. Hä? Wo versteckt ihr euch? Vielleicht sehen wir die gleich nochmal. Ist ja manchmal ein bisschen unglücklich immer, dass die Tiere dann gerade nicht da sind. Oh, auch nochmal süße Vögel hier oben. Die Lemuren zeigen sich ja auch nicht wirklich. Man sieht hier immer nur so ein bisschen, wie die hier am Rand entlang gehen. Vivarium. Made by Amü. Oh. Du hast was von Amü hier eingefügt. Das ist ja cool. Ich erinnere mich hieran. Ja, richtig cool. Finde ich nice, dass du es eingebaut hast. Oh, ich muss mal ganz kurz zur Tür eben. Das kennen wir ja auch schon aus einem anderen Zoo. Halt von Amü. In die Vivarien gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Oh, hier ist sogar ein Leguan. So einen hätte ich früher gerne als Haustier gehabt. Aber leider sind die als Haustiere nicht so gut geeignet, weil die voll groß werden. Da kann man sich, glaube ich, lieber eine Watergame oder sowas holen. Sind da wahrscheinlich ein bisschen pflegeleichter. Ah, das finde ich ja so cool. Das Gebäude oder diese Räume an sich sind, glaube ich, so ein Sechseck oder ein Achteck. Und dann sind halt an den einzelnen Seiten die Vivarien sehr cool eingeordnet. Aber dieser Ruin-Look ist hier echt nice. Mit dem Nebel, mit den fallenden Blättern. Dann hier überall das Gestrüpp, was hier durch den Boden ragt. In der Decke auch mit den Wurzeln. Mega cool. Aber wie gesagt, das kennen wir ja schon aus einem anderen Zoo. Deswegen gehen wir hier mal ein bisschen schneller durch. Pygmy-Hippos. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Jetzt sehen wir die auch mal. Die Zwergflusspferde, wie schön. Genau, hier waren wir vorhin. Da oben ist, glaube ich, die Plattform. Was hier natürlich immer noch schön ist, wenn man solche Plattformen von außen noch so ein bisschen ausschmückt. Weil ich finde, das sieht immer so, ja, nicht so schön aus, weil das halt so Beton ist einfach. Das passt dann immer nicht so in die Gegend. Aber Wege und so auskleiden und Geländer und sowas, das ist so super anstrengend. Also ich kann auch verstehen, dass man das dann nicht macht. Finde ich auch nicht so schlimm. So, wo bin ich hier? Aussicht Affenberg. Ich habe ein bisschen Angst, mich hier zu verlaufen. Bin ich gerade richtig abgebogen? Ich zweifle das irgendwie. Schauen aber nochmal hier durch die Scheibe. Ja, da hinten sind nochmal die Flusspferde. Also hier ist ein Rundgangsschild, aber ich glaube, ich habe es schon falsch gemacht. Oh, hier, der Weg ist ein bisschen steil. Das geht aber noch. Ah, hier ist Unterwasser-Viewing. Ja, leider sind die Tiere wieder nicht da. Gott, ich glaube, ich habe mich hart verlaufen, Leute. Ich gehe nochmal kurz zurück. So, jetzt kommen wir nämlich nochmal hier raus. Auf der anderen Seite. Und dann seht ihr, das Rundgangsschild geht nämlich nicht hier rein. Also ich muss wieder hier weitergehen. Sonst mache ich alles kaputt. Gut, dass ich umgedreht bin. Ah, das ist echt cool, dass du überall diese Schilder verwendet hast. Ich wusste gar nicht, dass es die fast für jedes Tier gibt aus dem Workshop. Finde ich mega. Nehmen wir Galapagos-Schildkröten drin. Auch sehr tolle Tiere. Und sogar ein echt großes Gehege, muss man sagen. Hintergrund auch wieder schöne Felsarbeit, ein schöner Wasserfall. Wobei ein bisschen sieht man die Düsen. Ich warte immer noch auf die Funktion, dass man die ausblenden kann. Das haben sich doch bestimmt schon viele gewünscht für das Spiel, oder nicht? Die Funktion. Sieht hier echt schön gestaltet aus. So viel Liebe zum Detail. Die Frage ist halt jetzt immer, darf ich hier hoch oder darf ich hier nicht hoch? Nicht, dass ich mich gleich wieder verlaufe. Das könnte sein, dass das hier nur eine Plattform ist. Ne, das sind tatsächlich Wege. Oh Gott. Ist halt immer schwer einsichtig, ob das jetzt eine Plattform ist oder ein Weg, wo ich lang gehen darf. Weil nachher übersehe ich dann irgendwelche Aussichtsplattformen, weil ich dann nicht da lang gegangen bin. Wäre halt auch ärgerlich. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen mehr umgucken nach Schildern.
Ist halt lange her, dass ich Blended zugespielt habe. Bin ich es gar nicht mehr gewohnt. Jetzt verlaufe ich mich auch wieder leichter. Auch wieder eine schöne Toilette. Das ist wirklich alles so schön gestaltet. Der Dschungel. War hier denn... Nee, hier ist aber auch gar kein Schild. Deswegen kann man gar nicht wissen, wo muss man lang. Links oder geradeaus? Also ich gehe ja von geradeaus aus. Aber wäre halt schön, wenn hier trotzdem ein Schild steht. Und wegen Aussichtsplattform oder irgendwas anderes. Dann wäre das für die Orientierung ein bisschen leichter. Aber sowas vergisst man, glaube ich, relativ schnell. Weil in seinem eigenen Zoo kennt man sich ja selber gut aus. Sind das Königstiger, oder? Der sibirische? Nee. Ich glaube Königstiger, ne? Staff only. Okay, hier ist einfach ein Dead End. Also müssen wir da doch lang. Okay. Aber wieso ist dann der Rundgang nicht ausgeschildert? Aber wahrscheinlich, weil hier ja halt ein Dead End ist. Und also eine Sackgasse auf Deutsch. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht ausgeschildert. Und dass dann ja eigentlich klar ist, dass man hier lang geht. So, hier waren wir gerade zwar schon, aber ich möchte nochmal eben gucken, ob das wirklich der Königstiger ist. Ja, ist er. Zum Glück. Aber jetzt auch keiner mit einer besonderen Farbvariation dabei. Die gibt es ja mittlerweile. Naja, gehen wir mal weiter. Hier können wir auch nochmal runter gucken. Das hatten wir, glaube ich, gerade auch schon kurz gesehen. Oh, das sind jetzt Jaguare. Auch sehr süß. Man hat hier eine sehr tolle Sicht von oben nach unten. Auch so ein schöner Tempel. Ist aber auch wieder ein riesiges Gehege. Da biegen wir jetzt auch einfach mal ab. Hier sind aber auch keine Schilder mehr. Also perfekt, um mich zu verlaufen. Na, das ist jetzt auch nur eine Plattform. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja gut, hier fehlt im Hintergrund so ein bisschen Gestaltung. Aber das ist auch immer sehr schwierig, das zu machen. Man gar nichts sieht von irgendwelchen bestimmten Blickwinkeln. Da muss man nämlich alles aus Ego-Perspektive testen. Ein schöner großer Wasserfall. Sehr nice aus. Ist das schon der Highlight-Wasserfall? Könnte sein, weil du hattest geschrieben, dass du einen großen Wasserfall am Ende hast von einem Zoo. Man kann auf jeden Fall von allen Seiten hier auf die Tiere schauen. Das ist sehr schön. Und jetzt haben wir nochmal hier eine kleine Area, wo man sich ausruhen kann. Essen, trinken und sich hier an der Bar chillen. Diese Bar habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesehen. Ich glaube, die ist aus dem Workshop. Hipshot Bar. Kann auch sein, dass du es selbst gebaut hast. Das weiß ich nicht. Ja, Musik. Oh. Wie cool. Hier ist ein abgestürztes Flugzeug. Mitten im Dschungel. Richtig nice. Sieht voll cool aus. So, ihr habt gerade Musik gemacht, oder was? Ihr habt auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gehege. Das Haus sieht ja mega cool aus, das Baumhaus. Oh, die Villa. Leider sehe ich gerade keine Äffchen. Vielleicht hätte man das auch lieber noch ein bisschen weiter runter machen müssen, dass man von oben drauf guckt, so ein bisschen. Weil so ist es halt schwer, was zu erkennen von den Tieren, ne? Auch wenn das Haus an sich mega nice aussieht. Da ist was. Okay, jetzt sieht man sie ein bisschen. Oh, das sind Waris und Bonobos? Oder welche Affen sind das hier? Ey, was macht der da? Nee, Schimpanse. Ah, die beiden verwechsel ich immer. Die sehen sich aber auch sehr ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass das geht als Mischgehege. Hier stehen aber nur Waris. Ah ne, hier stehen die. Bonobos. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Habe ich nicht gerade Schimpanse gesagt? Egal, never mind. So, wir gucken mal eben noch. Ich glaube, nach links gibt es gar nichts mehr. Doch, hier. Bevor wir das übersehen. Ah, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin rübergegangen sind. Fälschlicherweise. Gut zu wissen. Wir gehen jetzt aber erstmal auf den Affenberg. Nach oben. Aussicht Affenberg. Ah, guck mal, jetzt haben wir das nochmal, was ich gerade gesagt habe. Dass man mal nochmal von weiter oben gucken kann. Sehr schön.
Ja, hier ist mir das wieder ein bisschen zu kahl, muss ich sagen, an der einen oder anderen Stelle. Aber ansonsten schon echt nice. So ist der Blick auf jeden Fall viel besser. Da kann man mehr erkennen. Kann man wenigstens hier auch auf diese Brücken schauen. Welche super interessant aussehen. Die Atmosphäre ist auch cool mit den Sounds. Nur nochmal so ein bisschen Tempelruin. Den Blick hatten wir gerade schon genossen. Das war auf die Zwerghippos. Hier waren wir auch schon gerade unten, ne? Ja. Genau, hier sind wir vorne umgedreht. Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Gibt's hier noch Schilder? Ja, da oben. Okay, wir gehen rechts weiter. Oh, was haben wir denn hier? Ein Nest? So wie es aussieht. Interessant. Würde ich ja gerne mal wissen, was vier Tiere hier brüten. Mitarbeiterwege. Hier links kommen wir dann. Genau. Okay. So langsam komme ich wieder rein. Und ich habe mich gar nicht so doll verlaufen. Es ging. War schon mal besser, aber fürs erste Mal nach langer Zeit mal wieder bin ich, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelaufen. Oh, ein cooler Geldautomat. Der sieht ja nice aus. Und hier geht's ins Hippo-Haus. Richtig cooler Gebäudestil. Amuna. Ah, Kapuzineräffchen. Wow, auch schön gestaltet. Die haben es aber gut, die Kapuzineräffchen. Die haben sogar einen Außenbereich, glaube ich, hier. Nur sehe ich irgendwie die Tiere nicht. Da. Ein Baby-Kapuzineräffchen, immerhin. Ich habe auch irgendeine Glocke, irgendein Tier ist ausgebüxt. Ah, das ist, glaube ich, das Flugzeug vom Anfang. Oh, da sind Hippos. Das sind jetzt normale Hippos. Die haben auch ein riesiges Gehege. Flamingos schwimmen ja auch. Flamingos hättest du ruhig ein paar mehr machen können. Aber vielleicht sind die auch gerade irgendwo anders. Das kann sein. Ich glaube, Flamingos leben immer in riesigen Gruppen. Also in echt. Boah, ich glaube, die Äffchen können hier oben und dann hier oben rüberlaufen. Kann das sein? Oh ja. Oh, das ist ja nice. Okay, sehr cool gemacht. Hier haben die auch nochmal so einen kleinen Außenbereich. Und dann können die durch diesen Glastunnel, wo man sogar von unten reinschauen kann, darüber laufen. In diesen Bereich. Und haben dann hier nochmal eine schöne Außeninsel. Super interessant. Aber wir gehen jetzt auch nochmal eben hier hoch. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Das sind diese neuen Vending Machines. Die habe ich mir noch nie angeguckt. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist ja cool. Die funktionieren ja auch richtig, ne? Sieht man ja schon, die Qualm hier. Ist kaputt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nochmal die Aussichtsplattform von den Hippos. Aber sollte es nicht auch noch irgendwie einen Unterwassertunnel geben? Da kommen wir bestimmt auch nochmal hin. Jetzt geht es hier über eine Brücke. Auch wieder mit sehr schöner Deko. Ein tolles Bötchen. Mit Wasserfällen hast du auf jeden Fall nicht gegeizt. Finde ich aber gut. Bin ja großer Fan von Wasserfällen. Oh, was zuckt das denn hier so rum? Ah, das gehört ja auch noch dazu. Das ist, glaube ich, der Unterstand für die Hippos dann. Weil Flamingo-Schild ist ja auch. Aber ich vermisse ein paar Flamingos. Also ein bisschen wenig. Plus Pferde müssen es ja nicht ganz so viele sein, aber Flamingos können es ruhig ein paar mehr sein. Aber vielleicht hast du es aus FPS-technischen Gründen gemacht. Wobei ich noch relativ gute FPS habe, muss ich sagen. Da bin ich schon Schlimmeres gewohnt gewesen von Planet Zoo. Also Blickwinkel hat man wirklich von überall. Da eine Scheibe, da eine Aussichtsplattform. Das ist sehr gut gemacht. Wo geht's denn jetzt lang? Das sieht ja interessant aus. Eine riesige Brücke. Okay, das ist definitiv der Highlight-Wasserfall, den du meintest. Wow.
Der sieht ja krass aus. Von wegen der Kleine da. Das ist ja richtig nice. Ist das hier auch ein Gehege oder ist das nur Deko? Wahrscheinlich nur Deko. Papageien, so eine coole Hängebrücke. Ja, das sieht mega nice aus. Da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Hast auch super clean gearbeitet. Ich sehe nicht eine Düse. Wow. Bin beeindruckt. Tolles Highlight. Und auf der anderen Seite sehen wir auch nochmal so einen schönen... Ist das hier so ein Maya-Kopf? Ich glaube schon. Aber auch alles sehr schön gestaltet. Ich glaube, hier ist sogar Gehege. Entweder auf dieser Seite oder... Nee, dahinter ist ein Tier. Guck mal. Was ist das? Irgendein Tier läuft da in der Ferne. Ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Einmal den Blick genießen. Oh, da oben ist auch noch so ein kaputter Tempel. Hey, das ist wirklich schön. Sogar Koi-Karpfen hast du hier reingepackt. Wunderschön. Dann können wir nochmal auf einen riesigen Platz mit Essen und Trinken und wieder coolen Bodenverzierungen. Oha, okay. Der Zoo ist ganz schön groß, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich sollte vielleicht nochmal eben mich umschauen nach Schildern. Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Ich glaube, ich werde hier wieder super viel übersehen. Aber Leute, der Zoo ist unten in der Videobeschreibung. Mit einem Workshop-Link. Da könnt ihr den runterladen und selbst ausprobieren. Weil ich habe echt Angst, was zu übersehen. Aber hier ist nur eine Toilette. Und dann kann ich wirklich da runtergehen, glaube ich. Also eigentlich kann man sich gar nicht so doll verlaufen in einem Zoo. Ist das Gorilla-Paradies. Der Silberrücken. Auch riesiges Gehege. Das ist alles nur Deko, so wie es aussieht. Aber sehr viel Deko und auch alles sehr, sehr schön gebaut. Hier hat man nochmal einen wunderschönen Einblick in das Gehege. Auch mit so richtig coolen Aztekentempeln. Oh, hier sind auch Lamas. Aber denen ist natürlich die Farbvariation richtig nice. Schön im Braun mit Punktchen. Alles, was man braucht. Und im Hintergrund wieder riesige, kaputte Tempelanlagen. Und das ist sogar hier so ein Kopf, oder? So ein Totenkopf, glaube ich. Das sieht ja cool aus. Und hier unten kommt sogar Wasser raus aus dem Mund. Nice, sehr schön. Rundgang kurz, Rundgang lang, Drinks and Food. Oh, wir haben noch einiges zu entdecken, sehe ich gerade. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen ranhalten. Das ist ein riesiger Zoo. Rundgang Faun. Rundgang kurz, Rundgang lang. Ich will eigentlich den langen Rundgang. Wenn ich ehrlich bin. Wenn schon, denn schon, ne? Essen, trinken. Und hier haben wir dann das Ameisenbärgehege. Wer hat Geburtstag? Was habe ich verpasst? Wer hat Geburtstag? Hier sind tolle Geschenke. Hat etwa der Ameisenbär Geburtstag? Oh, hier ist auch nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Springbrunnen. Da seht ihr jetzt nochmal den Totenkopf. Und hier sind auch irgendwelche alten Knochen oder sowas. Super interessant. Ist halt alles noch voll riesig. Ich dachte echt, wir sind gleich schon durch. Und jetzt kommt hier nochmal sowas Krasses. Okay. Ich glaube, ich werde mich gleich verlaufen. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Das ist. Ne, ist das Begeber? Ne, ist Begeber. Okay. Ich dachte gerade, es wäre Mitarbeiter. Gehen wir mal hier durch. Aber ich sehe auch gerade nicht mehr so viele Schilder, die mir den Weg leiten. Deswegen. Weiß ich auch nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin jetzt nämlich schon wieder raus aus dem Gebäude. Jetzt sind wir hier unten bei den Krokodilen. Ja, solche Sachen sehen natürlich immer nicht ganz so schön aus. Aber da bist du wahrscheinlich einfach nicht mehr zugekommen. Ich würde dann an deiner Stelle lieber nächstes Mal ein bisschen kleiner bauen
und dann lieber solche Sachen noch ausschmücken. Weil wenn alles so aussieht, das ist richtig nice. Aber wenn dann solche Wände halt dazwischen sind, die sehr kahl sind und sowas, das finde ich, macht immer so ein bisschen das Gesamtbild kaputt. Weil du hast so viele coole Highlights und Ideen. Dann immer diese kahlen Wände sind immer nicht ganz so nice. Und auch hier diese Wege sehen nicht so schön aus, muss ich sagen. Sind halt einfach diese Fertigwege und dann... Ja, das kann man natürlich auch noch alles schöner gestalten. Hier sieht man das gerade ganz extrem mit diesen ganzen kahlen Stellen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade hingehe, wenn ich ehrlich bin. Hier ist doch nichts ausgeschildert mehr. Hä? Bin komplett verwirrt. Hier geht's dann auch nochmal so random runter. Ist auch nicht so schön hier mit so einem geschlängelten Weg. Also jetzt gerade bin ich echt lost. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen durch hier. So, ich schaue jetzt einfach von oben. Das ist leichter. Weil das Wegenetz da war gerade irgendwie seltsam. Ich habe das Gefühl, das war nicht für mich bestimmt. Ich glaube, das hier ist Mitarbeiterweg. Da bin ich, glaube ich, falsch abgebogen. Aber ich war gerade auch ein bisschen verwirrt. Also hier sind wir ja vorhin lang gelaufen. Aber ich glaube, wir haben hier hinten auch noch nicht alles gesehen. Ich sollte mich vielleicht nochmal ein bisschen umschauen nach dem Rundgang, den ich vorhin machen wollte. Rundgang lang war ja ausgeschildert. Aber irgendwie sehe ich hier auch keine Schilder mehr. Also man weiß halt nicht, ob man jetzt hier runter soll oder... Also du musst, wenn du das nächste Mal einen Zoo baust und den an mich schickst, auf jeden Fall nochmal ein wenig mehr Schilder machen. Ich bin damit ein bisschen überfordert. Aber eigentlich gibt es ja nur diesen Weg, ne, den ich gerade gegangen bin. Aber dadurch, dass du immer solche Ecken noch hast, wo man erstmal dann so an eine Kreuzung kommt, ist es halt schwer, sich zu entscheiden, wenn man das nicht kennt, ne? Ob man jetzt erst abbiegt oder erst da lang geht, weil man weiß ja nicht, wie weit das hier noch geht. Und dann wäre es eigentlich erstmal besser, wenn du einfach hier ein Schild machst, von wegen Aussichtsplattform oder eine Höhlenviewing oder so von den so und so Tieren. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich Bescheid weiß, okay, da ist nur eine Aussichtsplattform, da gehe ich mal kurz hingucken und dann gehe ich weiter. Da ist ein schöner Ameisenbär. Aber so hätte ich das jetzt verpasst, wäre ich nicht wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, es geht wirklich nur hier entlang. Und dann sprinten wir mal wieder den Weg nochmal komplett entlang. So, jetzt bin ich wieder hier. Diesmal gehe ich hier nicht runter. Ich weiß halt nicht, ob das hier für mich bestimmt ist oder nicht. Das sah so komisch da unten aus. Steht aber auch nichts dran. Aber bevor ich jetzt hier noch verwirrter bin. Staff only. Guck mal, hier steht das wieder dran. Hätte ich da jetzt hingedurft oder nicht? Weiß es nicht. Aber du hast allgemein sehr, sehr viele Wege gemacht und wenig Schilder. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier hätte reingehen sollen oder nicht. Ich habe da auch kein Rundgangsschild mehr gesehen. Ich mache das gerade einfach frei Schnauze. Was sind denn hier für Tiere? Ach, Pfauen. Ah, waren die nicht im Eingangsbereich direkt ausgeschildert? Ich glaube, dann sind wir gar nicht so falsch gelaufen. Oh, das ist ja auch ein schönes Schild. Ist nämlich Peacock? Dachte ich immer. Okay, jetzt geht's hier wieder weiter. Ich bin so verwirrt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so verwirrt. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, dann bin ich einmal im Kreis gelaufen. Food Drinks. Okay. Das heißt, ich habe den Rundgang abgeschlossen. Aber wie komme ich jetzt nach Hause? Richtung Exit oder weiter? Ah, hier steht was. Rundgang durchs Frauengehege. Exit. Okay, wir gehen jetzt wahrscheinlich hier wieder zurück. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so verwirrend findet oder ob ich einfach lost bin. Kann natürlich auch sein. Hier war ich vorhin lang gegangen, ne? Ja. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier irgendwo gleich links abbiegen, genau. Hier waren wir nämlich noch nicht. Also ich war ein bisschen verwirrt. Aber da kann ich jetzt... Hier ist auch wieder ein Weg. Ah, der führt nur im Kreis. Okay, das ist wahrscheinlich nur nochmal für die Aussicht. Genau. Aber das ist ein bisschen too much irgendwie für mich. Also ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß auch nicht, wo ich hingucken soll und sowas. Ich glaube, das muss man ein bisschen klarer strukturieren.
damit der Besucher auch weiß, okay, jetzt, wenn ich hier stehe, muss ich da hingucken. Ich weiß immer gar nicht, was ich abchecken soll, was ich schon gesehen habe und was nicht. Gerade in so einem Dschungel sieht ja vieles immer relativ schnell gleich aus. Das sind Orang-Utans. Ein sehr schönes Gehege. Aber hier ist das schon wieder besser. Hier hat man wirklich nur dieses eine Highlight. Und dann weiß man, man guckt jetzt auf das Gehege. Und wenn jetzt hier da hinten noch 10 Gehege zu sehen sind und hier links, dann ist man leicht überfordert. Also ich glaube, so ein paar Sichtschutzwände und sowas an der einen oder anderen Stelle sind immer ganz gut, so wie du es hier gemacht hast. Dass man jetzt hier nach links zum Beispiel jetzt nicht gucken kann. Dadurch gibst du dem Besucher halt so ein bisschen vor, jetzt ist das hier das Highlight. Und da sollst du hingucken. Hippo. Ja, links oder rechts? Rechts sieht ehrlich gesagt nach Ausgang aus. Aber ist hier ein Schild? Übersehe ich die Schilder oder? Hier ist doch kein Schild. Ja, keine Ahnung. Also nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen besser ausschildern. Aber das wird jetzt das Underwater Viewing sein, oder dieser Tunnel, den du auch geschrieben hattest in die E-Mail. Ich liebe ja solche Tunnel, das ist immer schön. Leider sieht man nur sehr, sehr selten die Tiere. Aber cool gemacht. Nur kein Hippo da. Dadurch ist es natürlich nur halb so schön. Ja, aber die können wir halt nicht zwingen, ne? Die Tiere haben halt ihren eigenen Kopf. Was soll man machen? So, hier kann man dann auch nochmal von oben gucken. Bei so Glasscheiben bin ich auch immer Fan davon, wenn man diesen mittleren Balken zumindest selber gestaltet. Ich finde, dieser Weiße, der sieht immer auch so unstabil aus. Da habe ich immer Angst, dass das Wasser hier gleich durchbricht. Aber du hast sogar unter Wasser gestaltet. Nur hast du sehr wenig Tiere. Irgendwie sieht man die kaum. Also ein paar mehr Tiere wären nicht schlecht gewesen. Okay, dann können wir aber, glaube ich, hier wieder hoch. So, und dann können wir hier lang gehen. Und sind wieder perfekt am Ausgang. Es ist wahrscheinlich so, wenn man den Zoo einmal gut durchläuft, dass man hier perfekt auch wieder rauskommt. Allerdings habe ich mich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal verlaufen und dadurch war es halt ein bisschen verwirrend alles. So, hier geht's dann zurück. Und dann schauen wir nochmal eben deinen Zoo von oben an. So, das war der Eingangsbereich. Der war richtig, richtig schön. Wir zoomen mal raus. So groß ist der Zoo. Also ist schon ordentlich. Ich würde nächstes Mal auf jeden Fall ein bisschen kleiner bauen. Dann bekommt man auch auf keinen Fall FPS-Probleme. Ich weiß, es ist immer schade, dass man so klein bauen muss. Aber das Spiel hat halt leider eine schlechte Performance. Ich überfliege jetzt auch nur noch mal grob. Weil das ist hier echt viel. Das fand ich richtig schön, das Haus. Das war dieses nicht Kapuzineräffchen. Oder waren das Kapuzineräffchen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Waris, ne? Genau, rote Waris und die Schimpansen waren das. Hier mir so ein cooles Haus. Es könnte auch aus einem Workshop sein. Aber kann auch selbst gebaut sein. Sieht auf jeden Fall super nice aus. Hier auch nochmal ein schöner Wasserfall. Mit dem Boot. Und natürlich das absolute Highlight. Da gehe ich nochmal hin. Das war hier vorne. Also das fand ich mega nice. Ein richtig nicer Wasserfall. Der ist echt beeindruckend. Einer der schönsten Wasserfälle, die ich hier in Planet Zoo gesehen habe. Also wirklich super beeindruckend. Richtig, richtig toll. Mega cool gemacht. Auf der anderen Seite sieht man auch einiges. Oh, da sind sogar jetzt mehr Flamingos. Vielleicht waren die doch nur versteckt. Sieht aber auch nicht wie ein Bereich aus, den ich vorhin hätte sehen sollen, weil hier ist es auch alles so ein bisschen kahl. Aber wer weiß. Ist ja auch egal. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dein Zoo. Oh, das Gebäude sieht auch cool aus von oben. Mega viel Liebe zum Detail. Ja, das Problem ist, dadurch, dass du es so groß auch gebaut hast, weiß man gar nicht, wo man hingucken soll, was ich vorhin gesagt habe. Und dann gehen solche Sachen halt schnell unter. Ich habe wahrscheinlich jetzt super viel übersehen, wo du richtig viel Arbeit und Liebe reingesteckt hast. Aber das Gute ist natürlich, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr den Zoo dann selber nochmal abchecken. Und euch die besten Sachen nochmal angucken. Aber ich war am Ende halt auch so ein bisschen damit konzentriert, wo muss ich jetzt langlaufen. Das lenkt natürlich auch ein bisschen davon ab, auf die Details zu achten, leider.
So, das war auf jeden Fall der Katinka-Zoo von Dead Silence. Eine Sache habe ich noch vergessen, die kann ich euch nochmal kurz zeigen. Nämlich bei Nacht das Ganze. Wie das aussieht. Sehen wir irgendwas Besonderes angestrahlt? Ja, sehe ich so nicht. Aber ich sehe sehr, sehr viele rote Fackeln. Das ist natürlich auch immer schön, ne? Das ist immer eine schöne Kombo, wenn man so einen Dschungel hat und dann viele von diesen Fackeln benutzt. Das sieht wirklich super aus mit den Fackeln. Aber das hast du auch den ganzen Zoo durchgezogen. Ja, definitiv. Also du hast hier alles schön mit Fackeln beleuchtet. Die ganzen Gebäude. Und ab und zu an den Wegen mal. Hier die Tempel sogar auch. Das ist echt schön. Mal sogar ganz oben rein. Da ist sogar ein Lama drin. Ihr seht schon, hier gibt es vieles zu entdecken, was ich gar nicht gesehen habe. Aber falls ihr das alles nochmal selber rausfinden wollt, dann könnt ihr einfach den Zoo runterladen in der Videobeschreibung. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu auch alle Infos. Schreibt jetzt gerne mal rein, wie ihr den Zoo von Dead Silence fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.